Ganz herzlichen Dank, Stefan, für diese wunderbaren, warmen, nochmal willkommen heißenden Worte hier an dieser Hochschule. Ganz herzlich willkommen auch von mir an alle Studierenden, zum Teil Studierenden, die ich in dieser Woche erst kennenlernen durfte, liebe Kolleginnen, liebe Interessierte aus Koblenz, die dabei sind, liebe Freundinnen und Familienmitglieder hier im Saal, aber auch vor den Kacheln und den Bildschirmen. Wir sind etwas gebeutelt von Krankheit, von Zugausfällen, aber so sind wir auf unterschiedliche Weise hier beieinander. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen also zu meiner Antrittsvorlesung Ökologische Gerechtigkeit Matters, gesellschaftliche Naturverhältnisse anders denken und neu gestalten. Die Denomination, die meine Professur hat, lautet Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung. Und ich verbinde damit eine doppelte Aufgabe, nämlich einerseits einen Beitrag zu leisten, die ungerechten, die nicht nachhaltigen Verhältnisse zu analysieren und zu kritisieren und dort, wo es geht, gleichzeitig Wege aufzuzeigen zu ihrer Veränderung hin zu einem guten Leben für alle. Als Vorschläge zur Orientierung, als Angebote zum Austausch im transdisziplinären Dialog, beginnend im Jetzt und Hier, beginnend bei den konkreten Kämpfen um eine bessere Welt. Aus der feministischen Wissenschaftskritik kommend, gibt es für mich keine wertneutrale Wissenschaft. Ich habe gelernt, und das vor allen Dingen von Adelheid Biesecker, die heute auch da ist, dass das Offenlegen der zugrunde liegenden Werthaltung ganz wesentlicher Bestandteil von Wissenschaft ist. Und ich werde heute so einiges offenlegen. Einige von euch kennen mich aber schon und euch dabei mitnehmen. Die Spur der ökologischen Gerechtigkeit verfolge ich schon eine Weile. Sie ist erwachsen aus den Arbeiten mit Nina Katz zur Idee des Caring with Natures und der Auffassung, dass wir Menschen mit anderen verbundene Subjekte in sozial-ökologischen Kontexten sind. Verbunden mit und angewiesen auf andere Menschen, verbunden mit und angewiesen auf die mehr als menschlichen Welten. Ich möchte diese Antrittsvorlesung Silke Helfrich widmen, die im letzten Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Silke war die erste Person, die mir mit sehr großer Begeisterung, und das hat sie ausgezeichnet, von der Cusanus-Hochschule erzählt hat, an der sie selbst studiert hat. Wir haben damals, 2013, gemeinsam über den Themenkomplex Care und Commons nachgedacht, also über Sorgearbeit und Gemeingüter. Und Silke hatte mich nach Berlin eingeladen, um einen Vortrag zu diesem Thema zu halten. Und den habe ich mal verlinkt, so. Diesen Vortrag. Bei beiden nämlich, bei Commons und Care, handelt es sich um relationale Konzepte. Also es geht im Kern um Beziehungen, die hergestellt, erhalten, immer wieder aufs Neue aufgebaut und gestaltet werden müssen. Für Commons als Alternative zu Markt und Staat hat Silke diesen Beziehungscharakter wie folgt beschrieben. Man darf sich die Commons-Welt nicht vorstellen wie ein Schlaraffenland, sondern wie ein Picknick, zu dem alle etwas beizutragen haben. Auch bei der ökologischen Gerechtigkeit geht es um Beziehung und um das gemeinsame Tun und um das Beitragen und sich in Beziehung setzen zu den mehr als menschlichen Welten, um die Gestaltung dieser Verhältnisse, um die Gestaltung auch unserer Mitwelt. Und dieser schöne Begriff stammt von dem Philosophen Klaus Meyer-Abich. Die Frage, wie wir diese Verhältnisse gerecht gestalten, zieht sich durch meine Arbeiten. Sie zieht sich aber auch durch die zwei Geschichten, die ich heute erzählen werde. Mit der Methode des Storytellings habe ich zum ersten Mal bei besagtem Vortrag gearbeitet und das will ich auch heute hier probieren. Und die Idee ist, es im Semester zu tun, mit euch Studierenden und zu gucken, wie wir wissenschaftliche Erkenntnisse, Daten und Fakten in Geschichten verpacken und erzählen. Das hat etwas damit zu tun, dass sie lebensweltliche Probleme aufgreifen, dass sie Menschen zeigen, Akteure, die unter spezifischen Bedingungen handeln, und sie setzen ganz im Sinne der politischen Ökologie, die meine Arbeit ganz maßgeblich prägt, an den politischen Kämpfen an.
Ich werde darauf kommen, für diese Geschichten standen reale Personen Pate, alle Zitate sind Interviews entnommen, auch wenn ich sie nicht selbst geführt habe, und alle Zahlen und Fakten, die in den Geschichten genannt werden, sind nicht fiktiv, sondern überprüfbar und verifizierbar, das ist nicht unerheblich in Zeiten von Fake News. Bevor wir zu den Geschichten kommen, und jetzt will er nicht, jetzt war es zu schnell. Okay, vorhin, so ist es manchmal mit der Technik, wir gucken mal, wie sich es gleich einspielt. Bevor wir zu den Geschichten kommen, zu den Kämpfen um ökologische Gerechtigkeit, gibt es aber noch mal eine Hinleitung zu den Krisen und ungerechten Verhältnissen als Ausgangspunkt und eine Einordnung zur Historie der Eigenrechte von Natur aus den letzten 50 Jahren. Und dann gibt es in dieser Rahmung auch wieder eine Ausleitung, die aber eher ein Ausblick ist auf ein mehrdimensionales Gerechtigkeitsverständnis, was wir als Heuristik nutzen können in der Lehre, in unseren Projekten, so das Programm. Im ersten Semester an der Cusanov-Hochschule für den Master nehmen wir als erstes die krisenhaften Verhältnisse in den Blick. Wir beschäftigen uns mit den Zerstörungen existenziellen Ausmaßes, das unsere Art zu wirtschaften hervorruft, auch und gerade für die mehr als menschlichen Welten. Unsere imperiale Lebensweise, so nennen das Markus Brandt und Ulrich Brandt und Markus Wissen, setzt inzwischen so viele synthetische Substanzen frei, hier auf der linken Abbildung zu sehen, dass die Stabilität des Erdsystems insgesamt gefährdet ist. Die Folgen der Klimaerwärmung treffen neben Menschen auch Tiere, Pflanzen, ganze Ökosysteme. Gletscher überall auf der Welt sterben. Riffe, die Inseln geschützt haben, zerbröseln. Wüsten breiten sich aus. Damit sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Angesichts dieser ökologischen Zerstörung und auch des Leids, das die derzeitige Produktions- und Lebensweise verursacht, wird unter dem Stichwort ökologische Gerechtigkeit, im Englischen Ecological Justice, von einigen Aktivisten, Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen seit Jahren dafür plädiert, Tiere und Pflanzen auch als Subjekte von Gerechtigkeit anzuerkennen und diesen bisher vergessenen anderen der Gesellschaft auch eine eigene Rechtsposition zuzusprechen. Diese Idee ist umstritten, Tiere und Pflanzen als Subjekte und Akteure in die Gerechtigkeitsgemeinschaft einzuschließen, der bisher nur Menschen angehörten. Es ist genauso umstritten wie die Zuerkennung eigener Rechte. Das macht es aber so spannend und ich werde zeigen, welche Dynamik dahinter steckt. Es funktioniert mittelmäßig gut. Wird vor allen Dingen in den Teilen der Welt, deren Naturverständnis zum einen vom Kulturdualismus der Moderne stark geprägt ist, aber auch zum anderen von alttestamentarischen Vorstellungen, die den Menschen zur Krone, zum Herrscher über Tiere und Pflanzen bestimmen, diese Idee, dass Natur einen ethischen Subjektstatus bekommen soll, wird dort als ungewöhnlich und man kann sagen, bisher wenig verbreitet gesehen. Doch die Debatte hat Fahrt angenommen um ökologische Gerechtigkeit einerseits und Rechte für Natur andererseits und eine enorme Dynamik entfaltet. Alternative Vorstellungen sind in den letzten Jahren erwachsen aus der indigenen Kosmologie und Konzepten wie dem Buen Vivir. Sie sind aber auch erwachsen aus politischen und juristischen Initiativen für eigene Rechte der Natur. Und ich werde zum Schluss zu einem ganz bemerkenswerten Vorschlag für die Ökologisierung des deutschen Grundgesetzes kommen. Sie kommen aus der Tierrechtsbewegung, sie kommen aus wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen wie den Human-Animal Studies, aber auch den Critical Plant Studies feministischer und posthumaner Theorie. All diese Treiber eint die Kritik am anthropozentrischen Weltverständnis, in der nichtmenschliche Naturwesen selbstverständlich und herrschaftlich dem Menschen untergeordnet werden. Und sie plädieren dafür, die wechselseitige Verbundenheit von Mensch und Natur anzuerkennen, im Guten wie im Schlechten. Und bei Corona haben wir problematische Seiten davon kennengelernt. Und es gilt, einen Wandel einzuleiten, weg von einem durch anthropozentrische Umweltethik geprägten Recht, das nur für menschliche Individuen gilt,
hin zu einem Recht, dem eine nicht-anthropozentrische Ethik zugrunde liegt. Als Christopher Stone 1972 fragte, should trees have a standing? Und hier ist die deutsche Übersetzung, haben Bäume Rechte? Da wurde Natur in den westlichen Gesellschaften allenfalls als Objekt des Umweltschutzes verstanden. Umweltgesetze zielten eher auf Schadensbegrenzung, denn auf Schadensvermeidung. Stone erinnerte in seinem Text daran, dass sich die Vorstellung, wer Rechte besitzt, historisch nicht nur verändert, sondern kontinuierlich erweitert habe. Kinder hatten lange Zeit keine Rechte. Frauen nicht, schwarze Menschen nicht, Indigene nicht, Fremde nicht, Gefangene nicht. Vorschläge, ihnen Rechte zu verleihen, wurde zunächst von denjenigen, die Rechte besaßen, als seltsam, als furchterregend oder gar lächerlich abgewertet. Und viele finden die Vorstellung eher befremdlich, dass auch Flüsse, Gletscher oder Wälder Rechte haben sollten. Aber zu diesem Bild wollte ich. 1988 gab es nämlich den ersten Versuch, in Deutschland Stones Idee umzusetzen. 8 große Umweltverbände reichten über die Hamburger Kanzlei Michael Günther Klage im Namen der Robben der Nordsee ein. Die Robben waren betroffen von der Zerstörung ihres Umweltraums durch die Dünnsäureverklappung, die zu diesem Zeitpunkt stattfand. Ich bin in dieser Zeit politisiert worden und habe das Robbensterben miterlebt. Und sie klagten gegen den damaligen Bundesverkehrsminister, der diese Dünnsäureverklappung tatsächlich gestattet hatte. Die hohen Konzentrationen von Umweltgiften hatten die Immunsysteme der Robben so geschädigt, dass sie gegen spezifische Virenerkrankungen machtlos waren und wirklich zu Hunderten vor der Küste Schleswig-Holsteins landeten. Das Hamburger Verwaltungsgericht wies damals die Klage ab, verfügte gleichwohl bei den Unternehmen zu prüfen, wie es denn mit den Giftstoffen sei, aber wies die Klage ab mit der Begründung, dass Tiere im juristischen Sinne Sachen seien, keine Rechtsperson und deshalb nicht klagen konnten. Seit diesen 70er Jahren ist einiges passiert. In mittlerweile mehr als 20 Rechtsordnungen weltweit wird Natur mittlerweile nicht mehr als Sache gesehen, sondern als eigenständiges Rechtssubjekt anerkannt. Wir haben Beispiele auf lokaler, teilweise regionaler, auf nationaler Ebene. Gletscher, Flüsse, Wälder, Tiere können nicht vor Gericht erscheinen, aber Personen und Organisationen können vor dem Gericht die Rechte von Natur stellvertretend geltend machen. Auch die Vereinten Nationen haben mehrere Resolutionen verabschiedet, in denen sie die Eigenrechte der Natur anerkennen und auf ihre Bedeutung für die Erreichung der globalen SDGs, der globalen Nachhaltigkeitsziele hinweisen. Mittlerweile, um genau zu sein, seit 2018, besitzt auch der Regenwald im kolumbianischen Amazonasgebiet eigene Rechte. Das oberste Verfassungsgericht Kolumbiens erkannte den Regenwald als ein lebenswichtiges Ökosystem an, dessen Erhalt für die Zukunft des gesamten Planeten existenziell ist. Geklagt hatten 25 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 26 Jahren, die durch die Abholzung des Waldes ihre Zukunft bedroht sahen. Und hier sehen wir an diesem Beispiel schon, wie Umweltgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit eng verzahnt ist mit Rechten der Natur, wenn diese ihnen zugesprochen wird. Die Dynamik dieser Entwicklung ist aber vor allen Dingen auf die dekolonialen Verfassungsänderungen in Staaten Lateinamerikas zurückzuführen, die bemerkenswerterweise die indigenen Konzepte wie das Summa Cavazay, das uns bekannt ist als Buen Vivir oder als gutes Leben, integriert haben in die ehemals kolonialen Verfassungen. Es geht immer. Wir sehen immer ein bisschen Vorschau, das ist so der kleine Teaser. Okay, die Philosophie des Buen Vivir lehnt ein westliches Entwicklungsverständnis sowie ein kapitalistisches
Wirtschaftsmodell, das primär auf Wachstum ausgerichtet ist, ab und sie strebt stattdessen eine Gesellschaftsform an, die ein harmonisches und solidarisches Zusammenleben von Mensch und Natur ermöglicht. Und innerhalb dieser lateinamerikanischen Veränderungen hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Praxis der ökologischen Gerechtigkeit die Debatte um die Eigenrechte von Natur in der Verabschiedung der Verfassung von Ecuador aus dem Jahr 2008. Als eines der ersten Länder der Welt erklärte Ecuador nämlich Natur zur Rechtsperson und integrierte die indigenen Kosmovisionen. Und deshalb handelt meine erste Geschichte auch von Zenaida, einer 27-jährigen Kleinbäuerin aus Ecuador, die das erste Mal die Verfassung gelesen hat, als sie 13 Jahre alt war. Die Geschichte von Zenaida wurde inspiriert von Reportagen von Elisabeth Weidt, auf die ich mich hier beziehe. Und wenn es wortwörtliche Zitate gibt, kommen sie aus dieser Arbeit. Die Zeichnungen, die ihr seht, sind von Annelie, jetzt und im Folgenden. Und sie sind zum Teil entstanden auf der Grundlage von Fotos, die Weidts Kollegin Jelka Kollatsch gemacht hat. Die Geschichte ist angereichert mit Ergebnissen verschiedener Recherchen zum Thema Eigenrechte der Natur, so funktioniert das Storytelling, insbesondere aus den rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen wie dem DFG-Projekt Die Natur als Rechtsperson, das Andreas Fischer-Lescano und Andreas Gutmann durchgeführt haben, angereichert durch Arbeiten von Jens Kersten, auf den wir noch kommen werden, aber auch geprägt durch Studien solcher NGOs, die die politischen Kämpfe vor Ort unterstützen und von denjenigen Kollegen, die im Bereich politische Ökologie sich diesen Kämpfen gegen den Neo-Extraktivismus zuwenden. Zurück zu Zenaida. Zenaida lebt im Norden Ecuadors, im Intaktal. Das Intaktal, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, liegt in den tropischen Anden auf 1500 bis fast 3000 Höhenmeter und ist eine der artenreichsten Regionen, die es auf der Welt noch gibt. German Watch zählt diese Region zu den 36 Biodiversitäts-Hotspots. Zenaida hat einen Lieblingsartikel in ihrer Verfassung und das ist der Artikel 71. Es ist ein ganzes Kapitel zu Rechten zur Natur, er geht weiter bis Kapitel 74. In Kapitel 71 erklärt die ecuadorianische Verfassung Natur oder Pachamama zum Rechtssubjekt. Zitat: Die Natur oder Pachamama, in der sich alles Leben reproduziert und realisiert, hat ein Recht darauf, dass ihre Existenz sowie die Erhaltung und Regeneration ihrer Lebenszyklen, ihrer Struktur, Funktion und Entwicklungsprozesse vollständig respektiert werden. Und im Anschluss wird in der Verfassung festgelegt, dass jede Person, jede Gemeinschaft von der zuständigen öffentlichen Autorität die Einhaltung dieser Rechte der Natur verlangen kann. Wenn Zenaida versucht, Menschen aus Deutschland zu erklären, was der äußerst vielschichtige Begriff Pachamama bedeutet, stößt sie manchmal an die Grenzen des interkulturellen Lernens. Interkulturalität ist übrigens auch ein Konzept, was in die Verfassung 2008 integriert worden ist. Und es ist bisweilen herausfordernd. Es passiert häufig, dass indigene Konzepte essentialisiert werden. Das heißt, es wird gesagt, es gibt die indigenen Konzepte. So ist das aber nicht und das versucht sie immer wieder zu erklären. Pachamama existiert zwar in fast allen indigenen Sprachen Lateinamerikas, ist aber kein einheitliches Konzept. Das Verständnis unterscheidet sich bisweilen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt. Oft wird Pachamama mit Mutter Erde übersetzt. Pacha bedeutet aber eigentlich Kosmos, das heißt, es geht über die Erde deutlich hinaus. Allen gemeinsam ist, der Mensch wird verstanden als Teil eines lebendig wahrgenommenen Kosmoses. Der bolivianische Außenminister hat es einmal so formuliert: Pachamama, das sind alle Wesen, der Berg, der Fluss, der Baum, das Insekt. Und für Zenaida sind alle diese Wesen miteinander verbunden. Nach dem indigenen Weltbild sind auch wir Menschen Teil der Natur und wir können ihr gar nicht schaden, ohne uns selbst zu schaden. Pachamama ist alles für mich, meine Mitte, mein Geist, die Erde.
Deswegen ist Zenaida froh, dass es in Ecuador möglich ist, dass Natur Anklage erheben kann, wenn ihre Rechte verletzt werden, dass Menschen im Namen von Natur stellvertretend Klage erheben können. Und genau das hat Zenaida getan. Sie ist gemeinsam mit 3 weiteren Personen aus ihrem Tal vor Gericht gezogen und hat ihre Regierung verklagt. Sie hat das Umweltministerium verklagt, das Rohstoffministerium und die Generalstaatsanwaltschaft. Alle 3 haben zugestimmt, in ihrem Tal eine riesige Kupfermine zu bauen. Denn die Nachfrage nach Kupfer ist riesig. Und die Preise sind zwischen 2000 und 2014 um über 500% gestiegen. Bedeutende Vorkommen von Kupfer gibt es in unterschiedlichen Teilen der Welt, aber eben auch in Ecuador und auch in dem Tal, wo Zenaida lebt. Zenaida hat gelesen, dass bis 2030 der Kupferbedarf weltweit sogar noch einmal um 28% steigen könnte, um die Dekarbonisierung durch E-Mobilität voranzutreiben. Fast überall, wo Strom fließt, ist Kupfer das Leitmaterial, auch in Handys und Laptops, wie sie festgehalten hat in einem Gespräch mit Elisabeth Weidt. In einem Elektroauto ist es sogar 3- bis 4-mal so viel Kupfer. Dazu kommen dann noch die Ladestationen und Kabel. Zenaidas Familie kämpft aber seit Jahren gegen den Kupferanbau. Und sie will jetzt auch verhindern, dass der seit 2011 geplante Bergbau, der den Namen Lirumanguagua trägt, einen Baubeschluss bekommt und in die Abbauphase geht. Wenn das passieren würde, würden knapp 50 Quadratkilometer für die Kupfermine abgerissen. Das ist die Größe einer Kleinstadt. Damit anderswo die Welt grüner wird und ihre eigene Regierung eine rohstoffbasierte Entwicklungsstrategie starten kann, müssen ihr Feld, ihr Haus, ihr Dorf, die Nachbargemeinden weichen. Tausende Hektar Primärwald müssten dafür abgeholzt werden. Und in diesem Wald leben 279 vom Aussterben bedrohte Tierarten. Unter anderem lebt dort der langnasige Harlekinfrosch. Eine ausgestorben geglaubte Art, die aber im Tal wiederentdeckt wurde. Forscher haben 4 Frösche dieser Art gefunden. Und er gehört zu einer Gruppe von mindestens 29 anderen ecuadorianischen Harlekinfröschen, die auch allesamt vom Aussterben bedroht sind. Die Biologen, die diesen Frosch gefunden haben, gehen davon aus, dass durch dieses Bergbauprojekt noch Dutzende weiterer Amphibien gefährdet werden, alles endemische Arten, die nur in diesem Tal vorkommen. Zenaida muss gestehen, dass sie den Frosch mit der langen Nase noch nie zu Gesicht bekommen hat. Aber irgendwo zwischen den verschiedenen Hügeln wird er sitzen und auch in seinem Namen hat sie Klage erhoben gegen das Mega-Mining-Projekt. Und sie hat sich mächtige Gegner ausgesucht. Das Bergbauprojekt ist ein Joint Venture der nationalen ecuadorianischen Bergbaugesellschaft, die mit 51% die Mehrheit hat, und dem großen Kupferkonzern der Welt, der nationalen Bergbaugesellschaft Codelco aus Chile. Das Unternehmen ist 2014 dann auch zusammen mit der staatlichen Bergbaugesellschaft und mit Polizeigewalt in ihr Tal gekommen, hat Straßen, Camps und Häuser errichtet und auch Probebohrungen durchgeführt. Die Klage von ihr und anderen haben aber die Bauarbeiten bis auf Weiteres gestoppt. Doch das Unternehmen Codelco hat bereits zig Millionen US-Dollar investiert, um sein Vorhaben Wirklichkeit werden zu lassen. Die Idee ist nämlich, pro Jahr 210.000 Tonnen Kupfer zu fördern und das 27 Jahre lang. Das Bergbauprojekt oder die Planung dazu hat die Dorfgemeinschaft gespalten, denn nicht alle im Dorf sind wie Zenaida gegen die Kupfermine. Girma zum Beispiel protestiert für den Bau der Mine. Sie hofft darauf, dass die ganze Region profitiert, dass Menschen Arbeit bekämen, dass Schulen, Straßen, Krankenhäuser gebaut würden und dass es Internet und Autos geben werde. Und vielleicht würde sie ja auch irgendwann mal so viel verdienen, dass sie sich eine Fernreise leisten könnte zu ihrem Vater, der in Spanien lebt. So hat sie es einer deutschen Journalistin erzählt. Zenaida kann Girmas Wunsch, ihren Vater wiederzusehen, gut verstehen. Ihre Haltung gegenüber dem Bau der Mine versteht sie hingegen überhaupt nicht. Mehrere wissenschaftliche Studien und verschiedene Umweltverträglichkeitsprüfungen haben ergeben, das Kupfer hier liegt sehr tief.
Der Abbau wäre noch sehr viel umweltschädlicher und wirtschaftlich riskanter als an anderen Orten in Ecuador. Das Projekt hätte negative Auswirkungen auf Boden, Wasser, Luft, biologische Vielfalt. Umsiedlungen mehrerer Gemeinden wären notwendig und auch archäologische Überreste, die noch aus der Vor-Inka-Zeit stammen, würden zerstört. Ein Geologe hat ihr erzählt, der das Projekt evaluiert hat, es sei das gefährlichste Projekt, das er je untersucht habe. Sinaida denkt einerseits an den langnasigen Harlekinfrosch und die Tausenden von Tier- und Pflanzenarten und beruft sich auf deren Rechte, um sich dem Neo-Extraktivismus ihrer Regierung entgegenzustellen. Und sie denkt andererseits an die Menschen, die gegen Kupferminen im Süden von Ecuador gekämpft haben und verloren haben und jetzt unter den schweren Verunreinigungen der Flüsse leiden. Ein Teil der lokalen Bevölkerung wurde mit Gewalt vertrieben, einige Menschen sogar getötet. Auch Sinaida und ihre Mitstreiter haben schon Morddrohungen erhalten, viele haben Angst. Aber Sinaida hat beschlossen, sich zu wehren und sie hat sich schulen lassen von einer Juristin, die an der Universität in Quito arbeitet und Seminare zu Rechten der Natur gibt. In einem Rollenspiel bereitet sie sich und ihre Mitstreiter und die anderen Bauern auf die Gerichtsverhandlung vor. Sinaida gibt ihr erworbenes Wissen weiter, damit sie vor Gericht als Klägerin für die Rechte der Natur und die Rechte der Menschen aus dem Intag auftreten können. 10 Tage lang dauert der Prozess. Sinaida muss die ganze Zeit da sein mit ihren beiden Kindern. Sie kann in der Zeit nichts verdienen, Kosten bekommt sie nicht. Aber sie kämpft für das, was ihr wichtig ist. Sie ist eine Stunde selber innerhalb des Prozesses, trägt sie ihre Bedenken vor. Sie wird etwas fahrig in dem Moment. Es war nicht so gut wie in einem Workshop, wo sie es geübt hat. Aber nach einer Weile fängt sie sich wieder und sie trägt vor, was sie sagen will, dass nämlich die lokale Bevölkerung nicht beteiligt worden ist, dass die derzeitigen Umweltverträglichkeitsprüfungen Schlimmes erahnen lassen und dass damit die Rechte von Natur verletzt werden. Eine Woche später schon fällt das Provinzgericht sein Urteil. Der Richter lehnt die Klage ab. Es seien keinerlei Rechte verletzt worden, sagte den 100 Personen, die via Zoom zuschauen. Weder die der Natur noch der Gemeinden. Es wundere ihn, dass in diesem Gebiet angeblich ein ausgestorbener Frosch wieder aufgetaucht sei. Sinaida und ihre Mitstreiter werden den Fall nun vor das Provinzgericht bringen und wenn nötig bis vor das Verfassungsgericht in Quito ziehen, das höchste Gericht des Landes. Denn seit 2009 sind zahlreiche Prozesse im Namen der Natur geführt worden. Einige stehen noch aus, aber ein Großteil ist für die Kläger entschieden worden. Also hofft sie, dass die anderen Instanzen diesem Urteil folgen werden. Eingeladen ist sie zwischenzeitlich auch von einem Arbeitskreis in Deutschland, der sich mit feministischer politischer Ökologie beschäftigt. Denn das andine Denken in Beziehung, das Verständnis der Welt als lebendigem Netz, resoniert mit Positionen relationaler Gerechtigkeit, die in der feministischen politischen Ökologie auch diskutiert werden. Das Erkennen von einander angewiesen sein, von Verletzlichkeit der menschlichen und nichtmenschlichen Subjekte wird auch als zentraler Ausgangspunkt gesehen für sozialökologische Transformation. Und Sinaida kann das verstehen, denn Rechte der Natur bedeutet nicht, Natur nicht zu nutzen, sondern es kommt auf die Art der Nutzung an. Menschen gestalten ganz explizit die nichtmenschliche Natur durch ihr Tätigsein. Das Konzept der Pachamama versteht es auch eben ganz explizit nicht als unberührte Natur, sondern sie wird durch menschliche Nutzung geformt, weil der Mensch Teil von ihr ist. Es geht aber darum, freilich die Integrität der Umwelt zu achten. Erhaltenes Gestalten, könnte man sagen, im Sinne der feministischen Ökonomik. Das Konzept der Eigenrechte von Natur rückt damit die umkämpfte Frage nach der konkreten Ausgestaltung der Naturnutzung ins Zentrum. Komme ich zu meiner zweiten Geschichte. Die nächste Geschichte handelt von Nela. Nela studiert ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen und setzt sich für Tierrechte ein. Für diese Geschichte bin ich inspiriert worden durch Texte von den hier angezeigten, von Höhen, Teile,
aber auch von der Philosophin Martha Nussbaum, von dem Fleischatlas, der regelmäßig rausgebracht wird, und verschiedenen Kolleginnen, die zu Tierrechten arbeiten. Nela dringt nachts mit anderen zusammen in Großställe, in Mastanlagen und Schlachthöfe ein, um zu dokumentieren, wie dort mit Tieren umgegangen wird. In einem Bericht über ihr Tun, und auf den beziehe ich mich ja auch, hat der Journalist Sebastian Höhn geschrieben, was sie tun, ist illegal, was sie aufdecken, aber meistens auch. Denn ganz regelmäßig entdecken sie Grausames, wie im Fall der großen deutschen Kaninchenzucht. Der Fall ging im Juli breit durch die Presse. Es waren Bilder zu sehen, wie die Tiere in engen Drahtkäfigen gehalten werden, zum Teil sehr schwer verletzt waren und sogar tot in den Käfigen lagen. Sehr schlimm fand Nela auch, dass auf den heimlich erstellten Videomaterial zu sehen war, wie dilettantisch und quälerisch das Töten der Kaninchen mit einer Eisenstange vor sich ging. Denn für die Tötung der Tiere gibt es eigentlich genaue Vorschriften. Unnötiges Leid soll verhindert werden. Nela hat in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung hinterher gelesen, dass ein Strafrechtsprofessor aus Mannheim, Jens Bülte, gesagt hat, dass hier Geldbußen in Millionenhöhe möglich wären. Auch könnten theoretisch die Gewinne aus dem Betrieb eingezogen werden. 2017 wurde nämlich das sogenannte Abschöpfungsgesetz reformiert und macht es nun leichter. Aber das ist nur Theorie. Nela erlebt, dass die Praxis ganz anders aussieht. Viele Verstöße gegen den Tierschutz werden in Deutschland von Tierärztinnen, Veterinärämtern, Staatsanwaltschaften und Gerichten längst nicht so verfolgt und geahndet, wie es laut Gesetz möglich und geboten wäre. Das hat unter anderem auch mit der Nähe zu tun, zwischen den Betreibern und auch den Tierärztinnen. Mit Nähe kommt Verantwortung, im Positiven wie im Schlechten. Wenn man jemanden kennt, zeigt man jemanden weniger leichter an. Es wird dann eher darüber hinweggesehen oder man bekommt einen Präsentkorb mit Wurst. Zum Teil sind aber auch die bestehenden Gesetze so, dass nicht artgerechte Haltung zwar furchtbar, aber immer noch legal ist. Am häufigsten steigt Nela mit anderen Aktivistinnen in Schweinebetriebe ein. Immer mit Schutzmaske und Schutzkleidung, um keine Erreger wie die afrikanische Schweinepest einzuschleppen. Heute ist sie mit ihrer Gruppe zu einem Betrieb im Landkreis Vechta in Niedersachsen gefahren. Die größten Megaställe in Deutschland stehen in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist Nela auch schon oft gewesen, in Ställen mit mehr als 30.000 Schweinen. Doch der Landkreis Vechta ist das, wie das gesamte Weser-Ems-Gebiet laut Fleischatlas, die Top-Lage für Schweineproduzenten. Dort hat Nela heute Nacht auch ein Schwein gesehen, das keinen Namen, sondern nur eine Nummer hat. Von mir in der Geschichte wird dieses Schwein Luise genannt. Schweine sind neugierige, intelligente Tiere, die gerne spielen, sich viel bewegen. Sie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, einen Wühlinstinkt, wenn sie Futter aufnehmen wollen. Sie bauen Nester für ihre Ferkel und mögen es sehr, gekrault zu werden. Luise hat ausgesprochenes Pech, denn sie lebt in einem konventionellen Industriemaststall. Nichts von dem, was sie gerne tut, ist für sie möglich, denn Luise ist eine Zuchtsau. Sie lebt auf einem Betonboden mit Spalten, durch die ihr Kot und Urin fallen. Kein Stroh weit und breit. Keine Bewegungsmöglichkeit. Sie steht aktuell wieder im Kastenstand. Der soll verhindern, dass sie nach der Geburt, wenn sie sich hinlegt, keines ihrer Ferkel erdrückt. Der Metallrahmen ist etwa 2,50 Meter und 65 Zentimeter breit. Sie kann sich nicht umdrehen. Sie kann nur stehen oder liegen. Solche Kastenstände sind bereits seit 2020 verboten. Allerdings gelten lange Übergangsfristen. Bis 2035 ist diese Praxis legal. Luises Ferkel werden gemästet. Mit 120 Kilo haben sie ihr Mastendgewicht, ihre Schlachtreife erreicht. Als ob sie reife Äpfel wären. Als ob diese Schlachtreife einen geeigneten Todeszeitpunkt als naturgegebenes Eigenschaft bestimmter Tiere umfasst. Dabei handelt es sich bei diesen 120 Kilo um eine rein ökonomische Setzung, wann die Tötung am rentabelsten für den Menschen erscheint. Im derzeitigen System ist es nicht vorgesehen, dass Schweine länger leben. Doch Dirk Müller, der Landwirt, in dessen Stall Luisa lebt, hat schon erlebt,
dass Schweine länger leben müssen, weil sie nämlich entweder unter Quarantäne gestellt werden, wie aktuell bei der afrikanischen Schweinepest, oder weil es Engpässe während der Corona-Phase gegeben hat in den Schlachtbetrieben. Aktuell ist bei einem Bauern im Umkreis von 10 Kilometern die afrikanische Schweinepest festgestellt worden. Das heißt, Dirk Müller, der seinen Namen nicht genannt haben will, weil er O-Ton verrückte Tierschützer fürchtet, kann seine Schweine nicht zum Schlachthof bringen, obwohl sie nicht infiziert sind. Er muss sie weiter füttern, mit dem Resultat, dass die Schweine überschwer werden, wie er es nennt. Die Buchten, in denen die Schweine hält, sind auf 120 Kilo Schwein ausgerichtet. Nun sind die Schweine schwerer, liegen strang nebeneinander, fühlen sich ausgesprochen unwohl und fangen an, sich gegenseitig anzuknabbern. Kannibalismus fängt an. Seine beantragte Nottötung wurde aber abgelehnt. Nach geltendem Recht darf niemand Tiere töten, bloß weil sie zu dick für ihre Ställe sind. Auch die Sperrfrist wurde nicht verkürzt. Das Fleisch wiederum ist schlecht zu verkaufen, da die Hygieneauflagen vorsehen, dass es stundenlang auf 80 Grad erhitzt werden muss. Das eignet sich nur noch für Dosenfleisch. Dirk Müller schätzt seinen ökonomischen Schaden auf fast 250.000 Euro, die er selber zahlen muss. Überhaupt die Zahlen. Nach der Milcherzeugung ist die Schweinehaltung der zweitwichtigste Betriebszweig der Landwirtschaft in Deutschland. Einige wenige hochspezialisierte Betriebe managen immer größere Tierbestände. Der Schweinebestand in Deutschland ist rückläufig. 2010 lag er noch bei 27 Millionen Schweine, mittlerweile sind es nur noch 22 Millionen. Deutschland gehört damit aber immer noch zu den 4 größten Erzeugerländern, nach den USA und China und vor Spanien. Mastschweine werden nach ungefähr 5 bis 6 Monaten geschlachtet. Das heißt, es werden deutlich mehr in Deutschland als 22 Tiere geschlachtet. Ungefähr 55 Millionen Schweine waren es im Jahr 2019. Die Schweine stammen zum größten Teil aus der inländischen Zucht, aber auch 3,3 Millionen Tiere kamen aus Zuchtbetrieben aus dem Ausland, aus Dänemark, und darauf werde ich noch kommen in meiner Geschichte. Deutschland führt 2,5 Millionen Tonnen an Schweinefleisch aus. Verstehst du nicht ganz? Jetzt ist wieder viel zu weit. Gucken wir mal. Angefangen hat Nela, mit ihrer Recherche und Dokumentationsarbeit, als sie 2018 eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover gelesen hat zu den Missständen in der deutschen Schweinezucht. Die Zahl hat sie umgehauen. 13 Millionen Schweine landen jedes Jahr in der Tierkörperbeseitigung, weil sie entweder im landwirtschaftlichen Betrieb verenden oder notgetötet werden müssen. 13 Millionen. Nela konnte die Zahl wirklich nicht glauben, denn das bedeutet, dass ein Fünftel aller Schweine in Deutschland nicht auf den Tellern landet, sondern sofort im Müll. Und es heißt auch, dass Millionen von Schweinen in ihrem kurzen Leben krank sind und Schmerzen vor ihrem Tod erleiden. Neben ihrer aktivistischen Arbeit hat sie im Studium einen Schwerpunkt gelegt auf Human-Animal Studies. Diese Studien untersuchen die vielfältigen ambivalenten Mensch-Tier-Beziehungen. Und in Anlehnung an andere Bezeichnungen von Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus wird dort auch der Begriff des Speziesismus benutzt. Nela findet den Begriff schwierig. Sie will, dass ein Tier ein gutes Leben haben soll. Sie selbst beschäftigt sich damit auch, ob wir Tiere überhaupt töten dürfen und ob möglicherweise vegane Landwirtschaft ein Ausweg wäre. Aber die Diskriminierung von Menschen ist für sie doch etwas anderes als die Diskriminierung von Tieren. Sie teilt gleichwohl die Kritik an der Verdinglichung von Tieren, an der Kommodifizierung, an der Kommerzialisierung von Tieren. Die kapitalistische Verwertungslogik, die die jetzige Massentierhaltung prägt, reduziert Tiere ja auf Wirtschaftsgüter und weist ihnen immer noch den Status einer Sache zu. Statt als lebendige Organismen gesehen zu werden, werden sie als namenlose Objekte behandelt. Ihre Haltung wird gemanagt wie eine Fabrik mit hochmechanisierten, automatisierten Abläufen. Jede Perspektive auf Individualität und der Anerkennung von eigenen Rechten wird hier im Keim erstickt.
Zum ganzen Bild gehört für Nela aber auch das Landgrabbing in Ländern des globalen Südens. Denn die 260 Kilo Futter, die jedes Mastschwein in einem halben Jahr frisst, müssen ja irgendwo angebaut werden. Und da kommt Antonio ins Spiel. Antonio ist Sojabauer. Für die intensive Fleischerzeugung ist Soja nämlich das wichtigste Futtermittel. Es stellt zugleich das wichtigste Agrarimport für die Europäische Union dar. 80-90% des nach Deutschland importierten Sojastrohs gehen direkt in die Fleischerzeugung, der Rest in die Milchproduktion. Die meisten Sojaimporte kommen aus Lateinamerika, aus Südamerika. Brasilien ist der größte Exporteur. Antonio profitiert derzeit von der Politik Bolsonaros, der nämlich illegale Rodungen überhaupt nicht verfolgt, um neue Anbauflächen zu schaffen. Die Tiermast in Deutschland konzentriert sich auch deshalb in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, weil die Futtermittel in den großen Nordseehäfen angelandet werden und der Weg zu den Bauern kurz ist. Insgesamt betreiben wir als Gesellschaft einen hohen Aufwand, um die Gewaltausübung an Tieren zu verbergen. Ihr Leben und Sterben in Tierfabriken, Mastanlagen und Schlachthöfen findet nicht öffentlich statt. Wir verschleiern auch den destruktiven Umgang mit Sprache, sprechen von Nutztieren, deren Tötung im Gegensatz zu Haustieren auch als nicht verwerflich gilt. Und hier, bei dem Teil des Tötens, wird Adrian Teil meiner Geschichte. Adrian ist in Rumänien geboren und arbeitet als Werkvertragsnehmer in dem Megaschlachtbetrieb von Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Dort, wo am Tag knapp 30.000 Schweine geschlachtet werden. Im Sommer 2020 hat er sich an seinem Arbeitsplatz mit Covid-19 angesteckt. Er war einer von 1.500 infizierten ArbeiterInnen. Es war nur eine Frage der Zeit, fand Adrian, denn die Bedingungen, unter denen er und seine Kollegin untergebracht waren, lassen sich nur als prekär beschreiben. Obwohl er im Grunde nicht mehr als eine Matratze in einem Mehrbettzimmer mietet, zahlt er dafür 300 Euro im Monat. Das Geld wird ihm gleich vom Lohn abgezogen. Adrian ist nur froh, dass er nicht auch noch Nutzungsgebühren für Arbeitswerkzeug wie etwa das Fleischmesser zahlen muss und dass sein Stundenlohn nicht bei einem Euro liegt. Das ist einem älteren Bekannten passiert, aus seinem Dorf, 2004 war das. Adrian verdient allerdings immer noch sehr wenig. Der Erfolg der deutschen Schlachtindustrie liegt nicht zuletzt an den niedrigen Arbeitskosten. In Dänemark zum Beispiel zahlen sie besser, die Gesetze sind strenger. Er hat gehört, dass immer mehr Schweine nun aus Dänemark zum Schlachten nach Deutschland gebracht werden. Im letzten Jahr waren es über 3 Millionen Schweine. In der Branche in Deutschland sind fast 90.000 Menschen beschäftigt. Und die Fleischbranche hat innerhalb der letzten 20 Jahre ihren Umsatz verdoppelt. Im letzten Jahr auf mehr als 40 Milliarden Euro. Sein Arbeitgeber Tönnies erzielte 2019 einen Jahresumsatz von allein 7,3 Milliarden Euro. Adrian arbeitet schon seit 2 Jahren bei Tönnies. Er findet es immer noch nicht leicht, mit den Schmerzen, dem Blut, dem Tod und den zerteilten Tieren umzugehen. Er hat schon gemerkt, dass er abends mehr Alkohol trinkt. Manchmal braucht er auch Schlaftabletten, dann träumt er wenigstens nicht. Als er angefangen hat, waren die Albträume schlimm. Er hat versucht, sich zu distanzieren und die Tiere als Produktionseinheit wahrzunehmen. Er ist wie viele andere befragt worden von Psychologinnen, denen hat er das erzählt. Es hilft ihm, so seine Ausführungen, seine Tätigkeit im Schlachthof absolut schnell und immer gleich durchzuführen. Und er kann gar nicht sagen, wie viele Tiere er am Tag töten muss. Er hat nur einmal die Zahl gelesen, dass es insgesamt in Deutschland an einem Tag 151.000 Schweine sind. Und dass die Deutschen das Töten den ArbeiterInnen aus Ostdeutschland und Mitteleuropa überlassen, wie ihm. Zurück zu Nela. Nela ist froh, dass sie endlich aus dem Stall raus ist. Aus dem Gestank. Sie weiß gar nicht, wie die Schweine mit ihren sehr viel besseren Nasen das aushalten. Sie ist aber auch froh, dass es vorbei ist, weil sie auch immer noch erschöpft ist von einem furchtbaren Streit, den es gestern Abend in der Gruppe gegeben hat. Sie hat schon überlegt, heute gar nicht dabei zu sein bei der Aktion. Seit kurzem macht Nela eine Ausbildung, eine Weiterbildung bei FAHN, der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, die 2007 von den Naturfreunden Deutschlands und auch der Naturfreunde Jugend gegründet worden sind. Sie hat eine Veranstaltung organisiert zum Thema Unterwanderung des Tierschutzes von rechts.
Auslöser war, dass sie erfahren hatte, dass der derzeit einzige Abgeordnete der Tierschutzpartei, MUT genannt, Partei für Mensch, Umwelt und Tierschutz, im Europaparlament, Martin Buschmann, früher Kontakte zur mittlerweile verbotenen Viking-Jugend hatte und zur NPD. Nela ist entsetzt, dass sich in der Tierschutzpartei, die angeblich auch die Menschenwürde schützen will, gleich mehrere ehemalige Rechte tummeln. Richtig entsetzt war sie, als sie gestern Abend mitgekommen hat, dass aus ihrer Gruppe das gar nicht alle problematisch finden. Tom, ein eher ruhiger Typ, den Nela eigentlich ganz gerne mag, meinte, dass man solche Jugendsünden ja vielleicht nicht ernst nehmen solle. Den Tieren sei es schließlich egal, was Buschmann vorher gemacht habe. Und Kirsten, die die Gruppe gegründet hat, hat allen Ernstes geäußert, dass sie es viel schlimmer fände, dass Martin Buschmann beim Interview mit dem Hamburger Abendblatt, kurz nach seiner Wahl ins Europaparlament, einen Kaffee mit Kuhmilch getrunken hat. Das sei doch wohl der größere Skandal als die frühere rechte Gesinnung. Als Nela gefordert hat, dass sich die Tierschutzpartei sehr wohl von Rechtsextremen in den eigenen Reihen und den Wählern von ihnen abgrenzen müsse, da hat sie Widerspruch geerntet, mit dem sie nicht gerechnet hat. Tierschutz, so hat es Kirsten formuliert, soll neutral sein, weder links noch rechts. Was soll Nela jetzt tun? Den Ausschluss von Tom und Kirsten aus der Gruppe beantragen oder selber gehen? Manchmal überlegt sie sowieso ganz aufzuhören mit ihrem Aktivismus. Auch weil sie oft das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu kämpfen. Dabei wissen doch alle, die industrielle Fleischproduktion ist nicht artgerecht. Sie zerstört Biodiversität durch Monokulturen und enormen Pestizideinsatz und sie ist schlecht fürs Klima. Und Nela versteht es nicht, dass trotz der globalen Auswirkungen, die zum Beispiel im Fleischatlas immer wieder beschrieben werden, kein Land der Welt eine Strategie zur Senkung des Fleischkonsums vorlegt. Dabei ist Ernährung für Nela keine Privatsache, sondern unbedingt eine gesamtgesellschaftliche, politische Frage. Die Bundesregierung könnte durch Gesetze und auch durch finanzielle Anreize wichtige Beiträge leisten. Aber Nela hat immer noch Kraftquellen. Sie liebt die Bücher von Florin Köchlin, die zu Pflanzenkommunikation forscht. Und sie ist immer wieder fasziniert, was sie dabei herausfindet. Etwa, dass Erbsen Wasser hören können, ohne Ohren. Sie hat erlebt, dass Florin Köchlin große Erfolgsgeschichten präsentiert, die ihr selbst wieder Mut machen. Beispielsweise, dass in Indien, im Bundesstaat Andhra Pradesh, sich derzeit die weltweit größte Umstellung auf Biolandwirtschaft vollzieht. 6 Millionen Bäuerinnen, die bis 2027 auf Pestizide und Kunstdünger verzichten wollen und dafür Mischkultur nutzen und auf eine engagierte Dorfgemeinschaft angewiesen sind. Über das Neue zu sprechen und anderen davon zu erzählen, findet Nela wichtig. Es selbst anders zu machen, nicht nur im Kleinen, sondern im Großen. Allianzen dafür zu bilden. Konversionsprojekte für Menschen wie Adrian, die in der Fleischindustrie arbeiten, aber wie sie findet, kein Recht darauf haben, sehr wohl aber auf Existenzsicherung. Es braucht also Solidarität. Und die wird beispielsweise gefordert in den Manifesten von Andreas Weber und Hildegard Kurt. Eine Solidarität mit allem Lebendigen. Sie kann Hoffnung schöpfen, wenn so klar benannt wird, dass es Alternativen zum Wachstumsdogma braucht. Wieder die Konsumsucht. Dass Technofixe keine Lösung sind, sondern dass materielle Produktivität nur durch ökologisches Erhalten und Gestalten funktioniert, durch sinnhaftes Handeln. Und sie findet auch in ihrem Studium immer wieder Texte wie den von Martha und Nussbaum, wo die Philosophin den Fähigkeitenansatz, den sie für Menschen entwickelt hat, nun auch für Tiere erweitert und sagt, dass Tiere einen Anspruch hätten auf mehr als Mitleid. Sie hätten ein Recht darauf, nicht misshandelt zu werden. Sie hätten ein Recht auf körperliche Integrität, Beziehungen einzugehen. Sie weiß, dass Kühe, die wiederkauen, sich gerne zu Freundinnen legen. Sie liegen nicht immer an der gleichen Stelle. Sie bauen Beziehungen auf. Die Schweine tun das auch, wenn sie Nester bauen. Sie wollen freie Bewegung und Spiel. Sie wollen Kontrolle über ihre eigene Umwelt. Anders als andere philosophische Vordenker, Kant und Rawls, findet Nussbaum, dass es nicht notwendigerweise so ist, dass man nur in die Gemeinschaft der Gerechtigkeitssubjekte aufgenommen wird, wenn man als vernunftbegabtes Wesen zählt und zum moralischen Urteil fähig.
Wesen ohne diese die Würde begründenden Eigenschaften aus der ethischen Gemeinschaft auszuschließen, findet Nussbaum falsch. Und sie distanziert sich gegenüber Kant und Rawls und bezieht Tiere und Pflanzen ganz ausdrücklich in die Gerechtigkeitstheorie ein. Das findet Nela genau richtig. Damit endet meine Geschichte von Nela, der Tierrechtsbewegung, und ich komme zum Schluss. Ich habe noch 3 Folien. Wieder zu schnell. Okay. Danke, Michelle. Es war meine Absicht, in den Geschichten der jeweiligen Kämpfe die Verbogenheit von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit deutlich zu machen. Okay. Alles bleibt. Die Kämpfe gegen Ungerechtigkeit und für Gerechtigkeit, die finden nämlich in spezifischen und kulturell-politischen Konzepten statt, in denen Menschen sich mit ganz spezifischen Normen und Vorstellungen und konkreten Gesetzen auseinandersetzen, eben auch einschließlich jener der nichtmenschlichen Wesen und Ökosysteme. Es sind Kontexte für ein Doing Justice, ein Begriff, den ich von Leonie Berliner übernehme. Sie sind nicht neutral oder universell, sondern jeweils selbst historisch gewachsen. Die Geschichten haben auch das Verhältnis und die Verbindung von Gerechtigkeit und Recht gezeigt. Es ist aus meiner Sicht ein enorm wichtiger Schritt für sozialökologische Veränderungen von Gesellschaft, das durch Sozialkämpfe Erreichte auch institutionell abzusichern durch verbriefte Rechte, die eingeklagt und immer wieder kontrolliert werden können. Und das Interessante ist, dass in den letzten 30 Jahren es eine Veränderung gegeben hat, die sowohl Umweltgerechtigkeit als auch ökologische Gerechtigkeit ins Völkerrecht übernimmt. Neben die Menschenrechte der ersten beiden Generationen tritt nämlich die dritte Generation der kollektiven Menschenrechte, zentral wichtig für Indigene. Und in dieser dritten Generation spielt das Recht auf eine intakte, auf eine gesunde Umwelt eine zentrale Rolle. Daneben treten nun, spätestens seit 2008, die Naturrechte. Fragen von Umweltgerechtigkeit und ökologischer Gerechtigkeit sind eng verknüpft, wie das Zitat von Valeria Beros betont. Und sie verknüpfen auch epistemische Gerechtigkeit damit. Denn, Zitat, die Anerkennung von Natur als Subjekt ermöglicht, die ökologische Frage pluralistisch zu bearbeiten. Nicht nur auf Grundlage von westlichem wissenschaftlichem Expertenwissen, sondern auch basierend auf indigenem Wissen. Ausgesprochen innovativ, und das hatte ich ganz zu Anfang meiner Vorlesung gesagt, sind die Ideen zur Ökologisierung des Grundgesetzes. Und das ist nur der Teaser und die Aufforderung für euch, unbedingt mal nachzulesen in den Blättern für nationale und internationale Politik. Und an anderen Stellen hat der Staatsrechtler Jens Kersten seine Ideen ausgebreitet. Und in diesen Ideen vermischen sich eben Umweltgerechtigkeitsaspekte und ökologische Gerechtigkeit. Es geht darum, neue ökologische Grundrechte zu formulieren. Das sind die für die Menschen. Beispielsweise ein Grundrecht auf ökologische Integrität, keine toxische Umgebung, keine Verseuchung von Grundwasser und ein Grundrecht auf Umweltinformationen. Bemerkenswert ist, dass er auch das ökologische Gemeinwohl als Schranke für die Freiheitsrechte sieht. Die Freiheitsrechte, die die Grenze finden an der Auslebungsmöglichkeit der Rechte anderer und der staatlich verfassten Ordnung. Und er sagt, es ist notwendig, das ökologische Gemeinwohl angesichts der Krisen mit aufzunehmen und damit die allgemeine Handlungsfähigkeit, aber auch die Berufs- und Wirtschaftsfreiheit einzuschränken. Umweltgerechtigkeit will er genauso einführen wie Rechte für Natur. Umweltgerechtigkeit, dazu hat er gleich einen Vorschlag, der Staat gewährleistet umweltgerechte Lebensverhältnisse für gegenwärtige und künftige Generationen. Und er weist darauf hin, dass wir viel aus den Kämpfen um Umweltgerechtigkeit aus anderen Staaten lernen können. Und er findet, dass nicht nur Wirtschaftssubjekte juristische Personen sein sollen, sondern auch Natur das Recht bekommen sollte, Klage zu erheben.
Und damit sind wir bei der letzten Folie und dem Ausblick für die nächsten Jahre, für das nächste Semester, als Möglichkeit, Nachhaltigkeit als Gerechtigkeitskonzept zu konkretisieren durch die Kämpfe aus der Umweltgerechtigkeitsbewegung und über die Bewegung für die Rechte von Natur. Denn dass Nachhaltigkeit ein doppeltes Gerechtigkeitskonzept ist, ist wichtig für heutige und zukünftige Generationen. Aber was gerecht ist, muss konkretisiert werden. Wie wird verteilt? Und bei der Verteilung ist es ausgesprochen wichtig zu wissen, dass nicht jeder und jede gleichermaßen verantwortlich ist. Und damit schließt mein Vortrag an den Vortrag von gestern an zur Klimagerechtigkeit, eine Einführung aus antirassistischer Perspektive, wo deutlich gemacht worden ist, dass Menschen aus Bangladesch sehr viel stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, die sie nicht zu verantworten haben. Aber auch die rumänischen ArbeiterInnen, von denen ich gesprochen habe, die Kleinbäuerinnen, die von Landgrabbing betroffen sind, zahlen neben Tieren und zukünftigen Generationen den Preis, beispielsweise für die individuelle Massentierhaltung. In der Auseinandersetzung mit der Ausfüllung von Gerechtigkeit hat es eine Erweiterung von drei Dimensionen gegeben, nämlich der Verteilungs-, Anerkennungs- und Prozessgerechtigkeit, also ob und wie Menschen einbezogen sind. Sinaida hat gesagt, wir sind nicht einbezogen worden, diese Gerechtigkeit ist auch verletzt worden. Aber ausgehend insbesondere von dekolonialen und postkolonialen Kämpfen ist es auf sechs Dimensionen erweitert worden. Und die ausgleichende, die wiedergutmachende Gerechtigkeit ist aufgenommen worden. Was heißt es eigentlich für den globalen Norden, für den Westen im Besonderen, wenn das, was angerichtet worden ist, auf unser Konto geht für die Gestaltung von Zukunft? Und wer ermöglicht wem welche Zukünfte? Es geht aber auch um relationale Gerechtigkeit, um Beziehungsgerechtigkeit. Was mein Handeln für Auswirkungen auf andere Menschen, auf Natur hat. Und es geht um die epistemische Gerechtigkeit, die immer wieder verletzt ist, weil Stimmen nicht gehört werden, obwohl sie seit Jahrzehnten ihre Stimme erheben. Diese Arbeiten sind im Kontext zur Wasserstoffgerechtigkeit entstanden, ein Text, den ich mit dem Jahrgang 2021 in diesem Semester lesen werde. Das heißt, es braucht vielfältige Erweiterungen des anthropozentrischen Gerechtigkeitsverständnisses hin für ein gutes Leben für alle. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, wenn wir sagen, wir nutzen diese Übersicht als Heuristik, um auch dann die Auswirkungen von Transformationsideen in den Blick zu nehmen. Also zu fragen, wie hängen Neo-Extraktivismus und das Ziel der Dekarbonisierung zusammen? Und was müsste passieren, dass gerade indigene Gemeinschaften und Natur in Ecuador gerade nicht den Preis zahlen müssen für den Green New Deal, die Antriebswende, wo er gebraucht wird, wo das Kupfer gebraucht wird? By the way, einer aus der Delegation hat ein Gespräch bei BMW gesucht und gefragt, ob BMW nicht, was das Lieferkettengesetz angeht, überlegen könnte, sich gegen den Bezug von Kupfer aus Ecuador auszusprechen. Das Lieferkettengesetz ist aber eben kein Gesetz, was Rechte der Natur mit einbezieht. Es bezieht ökologische Rechte mit ein, aber nennt sie umweltbezogene Sorgfaltspflichten und die gelten nur gegenüber Menschen. Also wenn beispielsweise durch vergiftetes Wasser es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, wenn Stoffe eingetragen werden, die für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Aber es schützt nicht endemische Arten wie den langnasigen Harlekinfrosch. Spannend und als letztes sind die Möglichkeiten zu gucken, ob wir bei dem, was wir tun, Gerechtigkeit innerhalb des Systems erreichen, also affirmative Gerechtigkeit. Diese Unterscheidung geht auf Nancy Fraser zurück. Oder ob es möglich ist, auch den zugrunde liegenden Rahmen zu ändern, der bislang auch immer wieder Ungerechtigkeiten produziert hat. Das heißt, wir können schauen, ob es nicht doch anders und besser geht und wir zu einer größeren Gerechtigkeit kommen. Das heißt, soziale, umweltbezogene und ökologische Gerechtigkeitsanliegen sind zusammenzudenken, und ungerechte Verhältnisse sowohl für Menschen als auch für die mehr als menschlichen Welten zu transformieren. Das bleibt und ist Kernanliegen der politischen Ökologie in Theorie und Praxis und ich finde auch der Professur, die ich am 1. Februar angetreten habe. Vielen Dank.
möchte an dieser Stelle aber auch nochmal Danke sagen. Es gibt gleich, wenn wir rübergehen ins Dreikönigenhaus, Sekt trinken und vegane und vegetarische Häppchen essen. Nochmal Dank mit Blumen und Schokolade. Aber an dieser Stelle, Madeleine, vielen Dank für alles, was du drumherum auf die Beine gestellt hast. In deiner kollegialen Art, das war ganz toll. Ganz lieben Dank dafür. Sehr unterstützend, wunderbar. Und Michelle war überaus caring. Sie hat sämtliche Recherchen mitgemacht. Sie hat aber auch heute Morgen gefragt, ob ich noch einen Kaffee möchte. Also so das Rundum-Paket, brauchst du noch etwas, was besorge ich? Das war ganz großartig. Ich freue mich sehr, dass du meine studentische Mitarbeiterin bist. Es ist wirklich schön, mit dir zu arbeiten. Und last but not least Annelie, die immer wieder im Ping-Pong überlegt hat, welche Zeichnung sie wie hinbekommen könnte, die verschiedene Entwürfe geschickt hat, die mit mir darüber an den Ideen teilgehabt hat. Das war ganz toll, Annelie, dass du es auch in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast. Wir haben am Montag, am 3. Oktober, zum ersten Mal beim gemeinsamen Essen uns das genauer angeguckt. Also vielen Dank auch in der O-Woche, wo du auch eingespannt warst, dafür, dass du das möglich gemacht hast und dass diese Zeichnung Texte und Worte von mir begleiten durften. Dankeschön. Ich verabschiede mich bei allen vor den Kacheln und lade euch, die ihr hier seid, ein, mit ins Dreikönigenhaus zu kommen, für gemeinsamen weiteren Austausch, für vielleicht Vernetzungen untereinander, für Plauderei und gutes Essen und guten Wein.